Hallo Fans, hier ist Propa. Endlich ist es wieder soweit. Die Gamescom steht vor der Tür. Ich werde natürlich auch da sein. Und zwar am Samstag, den 25.08. Für weitere Infos, wo ihr mich da treffen könnt, folgt mir auf alle Fälle auf Instagram. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Im Vorlauf der Gamescom ist aber schon so viel passiert, wovon ich euch jetzt erzählen möchte. Deshalb machen wir heute eine kleine Storytime. Wir wurden zur Eröffnung der Gamescom auf eine Bootsparty von YouTube eingeladen und darüber möchte ich euch gerne berichten. Wir wohnen ja in der Nähe von Köln und diese Bootsparty, die fand ja auf einem Boot statt, das an der Frankenwerft in Köln geankert hatte. Wir sind da mit der S-Bahn hingefahren. Der Beginn, der war um 19 Uhr. Wir waren etwas früher da und mussten uns dann noch etwas in Köln verweilen, haben dann einen kleinen Spaziergang gemacht in die Altstadt und uns ein leckeres Eis gegessen und sind dann zu 19 Uhr wieder zurück. Und dann wurden wir standen ja auf der Gästeliste, da mussten wir uns ausweisen, dass wir auch die Richtigen sind, die dahin kamen. Zur Begrüßung standen zwei nette Damen mit einem Tablett, da konntest du dir einen Longdrink wünschen. Und zwar hieß der Sex on the Beach oder Beach on the Sex. Nee, Sex on the Beach. Liebe Fans, ich hätte gewünscht, ihr wärt auch alle mit eingeladen worden. Denn wen wir da alle getroffen haben, das war für den Propa einmalig. Begrüßt als erstes hat mich, natürlich ist das ja mein Freund, Revi. Und wir haben uns nachher alle oben in einem geselligen Kreis, haben wir alle zusammengesessen. Wer saß alle dabei? Julian Beng, Revi und, die habe ich dann zuerst mal kennengelernt, die Kelly. Moritz war da. Ja, und in dem Kreis saß ja auch noch der Emra. Ja, den Emra, den kannte ich auch noch nicht. Aber im gemeinsamen Gespräch hat er mir dann erzählt, dass er überwiegend etwas mit Melonen macht. Wen habe ich dann noch getroffen? Felix. Den hatte ich das erste Mal, wie ich Revi besucht habe. Da war der auch dort anwesend. Und seitdem kennen wir zwei uns auch. Wen habe ich noch getroffen? Topoli. Also Tuto, mit dem habe ich schon mal gemeinsam zusammen Fortnite gespielt, da hat er mich beschützt. Ja, dann habe ich auch zum ersten Mal live die Freundin vom Sebastian kennengelernt, die Jodi. Ich habe Jodi zuerst gar nicht erkannt. Ich hatte die nur in Erinnerung mit hellen Haaren. Und jetzt waren sie tief schwarz. Wenn ihr darauf Bock habt, dass ich mich mal ein paar Videos von den Leuten, die ich kennengelernt habe, angucke, sagen wir mal Emra, Kelly und Julian Julian Bam angucken, dann lasst auf diesem Video auf alle Fälle ein Like da und dann werden wir das demnächst mal machen. Ja, und der Abend, der war schon ziemlich spät und habe ich auch noch Paluten getroffen. Das war ja derjenige, wenn ihr die Videos geguckt habt, der mich mit dem Messer umbringen wollte. Aber er hat sich entschuldigt. Ja, und der Sebastian, der war so lieb zu mir, der hat dafür gesorgt, dass der Opa nicht ausgetrocknet ist. Ich bin dann von Sex on the Beach umgestiegen auf Mosquito. Ja, Mosquito war so ähnlich. Ja, Mojito. Ja, gut, dann wird das Spanisch ausgesprochen. Mojito, ne? Je länger der Abend, dann wurde immer schöner. Dann wurde ich sogar zum Tanzen aufgefordert. Und der alte Mann, der sich kaum bewegen kann, ist dann mit rumgehüpft in dieser Gruppe. Wer war da alle drin? Emra war drin und Kelly, die nachher mit mir getanzt hat. Alles in allem war das ein sehr schöner Abend. Ich hoffe, dass ich ein paar von den Leuten, die ich hier auf der Bootsparty kennengelernt habe, auf der Gamescom wiedersehe und auch euch Fans auf der Gamescom treffen werde. Bis dann, Fans! Tschüss!